So Leute, wir sind wieder zurück bei Need for Speed Heat mit unserem Schweinemobil, dem absoluten Driftmaster 2000 in der Nacht. Ja, das machen wir doch gerne, denn wir haben relativ viel schon gemacht und die Driftrennen sind immer noch übrig. Das Dumme ist, in der Nacht ist das absolut beschissenste Spielprinzip hier drin überhaupt, nämlich die absolut mega nervige Fickpolizei. Und ich kann ja mit meinem Driftauto zum Glück nicht entkommen. Das ist ja so. Wer hat sich dieses Spielprinzip ausgedacht? Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Deswegen würde ich sagen, wir machen eine Schnellreise hier hin. Wir machen zwei Driftrennen. Dann flüchte ich, ich versuche es zumindest, so schnell wie möglich ins Haus. Haus, ne? Das ist schon damals in der Kindheit so. Da darf mich keiner verfolgen. Und da versuche ich wenigstens einen Multiplikator auf 2 zu kriegen. Und die Rennen hier noch mitzunehmen. Und dann haben wir die Driftrennen auch bald geschafft. So, da unten das Driftrennen nehme ich erst beim nächsten Mal mit. Da das relativ dicht an der Garage ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen erstmal das hier hinten mit, wo ich gerade drauf zubrettere. Das ist aber ziemlich weit. Das ist tatsächlich ziemlich weit. Ai. Das wäre eigentlich ganz geil, um die Polizei hier mal auszutricksen. Ich habe das Gefühl, gerade so längere Sprünge, da kann man eventuell ein paar Polizisten crashen lassen. Aber das Problem ist, es bleibt ja nicht bei ein paar Polizisten. Du bist ja selbst bei der Heat Stufe 2, wirst du schon von 8 Polizisten verfolgt. So, jetzt kommt aber das Eigentliche, keine Polizei. Wir dürfen einfach driften. Und hier ist das Nachtfeeling eigentlich auch ganz geil. So, jawohl, schön. Fast and Furious, Tokyo Drift Style. Und ihr merkt schon, ne, die Karriere, die ist extrem drifty. Dankeschön. Dankeschön, Harry. Hinterm LKW extra dicht aufgefahren. So, schön auf Speed kommen. Ich muss auf jeden Fall die Konfrontation da mit der Polizei meiden. Und notfalls dann wirklich jegliche Umwege fahren. Ich muss da wirklich mehr die Minimap lesen. Ja, das ist schon geil hier, ne? Das ist eben einfach richtig fett mit der Karre jetzt hier den Berg runter driften. Guck dir das an. Ich krieg die Karre nicht mehr unter Kontrolle. Ich wollte schon sagen, ey, jetzt hau ich mal Nos raus, aber keine Chance, ey. Wie der Ficker noch bremst! Wie der alte Fotzenbärt. Entschuldigung, das war zu viel, aber Ficker ging noch. Alte Ficker noch bremst, Hauptsache ich fahr ihm rein. Dieses dreckige Stück Arschgeburt. Das gibt es nicht. So, aber nichtsdestotrotz werden wir die 100.000 jetzt knacken. Und haben es abgeschlossen. Aber habt ihr das gesehen? Der kommt langsam angeschissen und stellt sich voll in den Weg. Nee, nee, nee. Oh, da ist die Polizei. Forget it. Die lauert auch nur da, ne? Die lauert. Kannst du machen, was du willst. Aber sieht mich nicht. Sehr gut. Weiß nicht warum, aber sie haben mich ignoriert. Ich muss auch sagen, wir haben noch ziemlich viel vor uns. Ich weiß gar nicht, ob die uns wirklich im Driftrennen verfolgen. Aber das wäre schon ziemlich gemein. Wie er wieder bremst, ey, der alte Dreckige. Bremst einfach ab und stellt sich mitten in den Weg. Mitten in den optimalen Driftweg. Freche Sau. Alte dumme Sau. Ist bestimmt einer, der den Driftrekord hier in der Stadt. Ist irgend so ein alter verbitterter Rentner, der damals den Driftrekord aufgestellt hat. Der sagt sich, doch, in meinen alten Tagen stelle ich mich immer wieder den jungen Leuten in den Weg. Hauptsache es knackt niemand meinen Rekord von damals. Oh, hier brauche ich ein bisschen Speedy, sonst schaffe ich es gar nicht rüber. Ganz knappe Kiste.
Holla, oh, doch angeeckt. Scheiß die Wand an. Oh, es ist so geil, wie man so schön mit dem Gas spielen kann. Man merkt direkt die Konsequenzen dafür. So, sehr schön. Zack. Jetzt sind wir natürlich wieder hier unten. Da, wo wir niemals hin wollten. Da unten haben wir noch ein neues Rennen. Ansonsten, wir wollen aber wieder da hoch. Das ist ja so nervig. Da sieht man es ja. Man fährt von hier oben nach da unten. Und von da könnte ich dann hier rüberfahren. Ganz easy. Oder wir nehmen jetzt die Punkte mit. Ah ja, ihr wollt es doch auch, dass ich jetzt nochmal mit der... Aber es gibt keinen Sinn. Sorry, es ergibt absolut keinen Sinn. Ich werde von der Polizei verfolgt. Ich werde dabei verlieren. Und der Multiplikator, der wird auf nur 1 gehen. Also kein Multiplikator. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Multiplikator auf 2 mit. Nehmen die doppelte Punktzahl mit und wie er wieder wartet, Alter. Das ist mir zu gefährlich. Wir können das, die Spielerei mit der Polizei gerne noch machen, aber da brauche ich dann auch ein gutes Auto, um auch abzuhauen. Und das sind einfach nicht die Drift-Autos. Das wird dann mal... Nee, wenn wird das nichts. So weitergeht, kommen wir nie in die League. Ach so, das war jetzt auch nur Multiplikator 1, weil ich noch nicht Heat Stufe 2 war oder was? Mein Plan ging leider nicht ganz auf, ne? Es ist einfach noch zu komplex für mich. Ich bin da noch nicht so drin. Sorry, Leute. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja ein Level aufgestiegen, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir sind jetzt Level 31. So, wir sind Level 31, es fehlen noch 50.000 bis zur Level 32, das ist nicht viel. So, und hier oben war direkt ein Häuschen und dann können wir direkt das nächste Rennen starten. Eigentlich ganz gut. Also, ich habe ja am Anfang irgendwie alle Rennen hier unten alle gemacht, ne, wie man das sieht, alle weggegrast. Das Problem ist natürlich... dass jetzt hier überall woanders welche sind und die meisten Rennen wieder da unten enden, so dass ich einen langen Weg wieder habe, um herzufahren, um das nächste Rennen zu starten. Das war nicht so clever. Ich glaube, ich hätte das so ein bisschen bunt gemixt machen sollen. Das wäre irgendwie besser gewesen. Dann hätte man ja immer wieder von Rennen zu Rennen fahren können, ohne große Pausen. Und gerade in der Nacht die Pausen, das ist nicht gut. Da kommt die Polizei und macht dir einfach mal einen Strich durch die Rechnung. So, zweites Driftrennen. Wir landen irgendwo in der Mitte der Map. Das heißt, ich fahre von Norden nach Süden. Nach dem Driftrennen muss ich irgendwie nach rechts fahren, in den Westen, um dort dann, feige wie ich bin, wieder abzuhauen. Okay, let's go. Es geht los. Wieder schön den Berg runterbrettern. 140.000 Punkte sind angesagt. Mal schauen. Na, zu viel. Ja, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Sorry, dass ich habe auch im letzten Part ein bisschen viel gemeckert. Aber ich war halt einfach so ein bisschen jetzt noch dran gewöhnt, so das schöne karibische Flair, die Sonne, die Rennen, keine Polizei, die mich nervt. Und jetzt hier in der Nacht wieder, die Polizei ist wirklich nervig. Aber das soll sie auch sein. So. Sie ist halt nur nicht so gut. Spielgedesign. Was tatsächlich? Spielgedesign. Na, irgendwie hat das ganze Spieldesign nachts, finde ich, Lücken. Aber so insgesamt ganz gut durchdacht. Und ich denke, wenn die Entwickler hier nochmal eine Chance kriegen, Need for Speed zu machen, ich glaube nämlich, das sieht nicht ganz so gut aus für die. Wenn sie das Prinzip hier noch ein bisschen weiterentwickeln, dann ist das durchaus, ist das geil. Die Polizei, ey, ich verstehe das nicht, warum sie es nicht einfach so abgeguckt haben.
von Most Wanted. Richtig schön mit den Tankstellen, die hochfliegen. Es soll wirklich so ein bisschen Best-of sein von allen Teilen. Das merkt man. Hier gerade auch diese Driftrennen erinnern extrem stark an Need for Speed Carbon. Aber sind dann eben doch nicht ganz so immersiv. So, damit haben wir es schon geschafft. Aber ne, es ist ein sehr gutes Spiel. Gut bis sehr gut. 2 plus, würde ich sagen. Es versucht von allen wirklich was reinzunehmen. Ich meine, es gibt schon so viele Need for Speed Teile. Wie viele gibt's? Wo kam der denn wieder her? Alter, sorry Leute, ich habe den Müll gesehen. Der kam doch wieder gerade aus dem Nichts gespawnt. Links. Und ja, das macht nicht so richtig. Es kommt nicht an die Originale ran. Was aber auch schwierig ist, ich meine, das versuchen ja auch andere Spiele, irgendwie in die Klasse von dem Need for Speed zu kommen, und nur wenige schaffen es. Damals, wenn du so siehst, Underground, dann war ja, oh nein, wir haben das Problem. Underground, dann gab es sowas wie Juiced oder so ähnlich, die Spiele waren geil, keine Frage, aber sie kamen eben nicht ans Original ran. Und jetzt versucht man halt die Erfolge von damals wieder so ein Best-of immer rauszufischen. Und das ist natürlich extrem schwer. Zumal die einzelnen Physik-Engines ja jetzt auch nicht für alles geeignet sind. Deswegen wollen sie hier so eins machen, wo man nun... Oh, ey, ist... Natürlich halte ich dich an, ich bin am Driften, du Trottel. Also das, ganz ehrlich, dass die mich jetzt hier auch bei meinen Driftrennen noch nerven, das ist ja mega nervig. Also das hätte man, wie soll man denn hier wirklich gut driften, wenn die hier ständig nerven? Also das ist wirklich mega nervig. Sorry, das kann man doch gar nicht erzählen. Oh. Boah, das ist ja der letzte Dreck. Sorry, das ist ja so dumm. Das ist ja so dumm. So, darüber wollte ich. Das musste sich doch irgendwer mal durchgedacht haben im Spieldesign. Ey, irgendwann gibt's die Driftrennen. Geile Idee. Aber die Polizei, die nervt dich trotzdem. Und man kann doch gar nicht abhauen. Was? Morgen soll man das Spiel rausbringen? Alles klar, wir nehmen es jetzt so. So ungefähr ist es wahrscheinlich gelaufen. Deswegen muss man die Driftrennen auch gar nicht spielen. Das kann ich nie umfahren. Man muss sie ja gar nicht spielen. Man kann es so durchspielen. Und dann weiß man auch warum. Es ist nicht drauf ausgelegt. So. Heatstufe 2. Alter, Latz, was ist denn jetzt passiert? Na, warte mal. Noch nicht. Also, ich würde prinzipiell... Jetzt kommt schon, schickt ein bisschen Verstärkung. Kommt, Leute. So, wir reparieren uns. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der Sprung da wahrscheinlich ganz gut ist. Dadurch, dass die da in den Abgrund springen, oder? Weil die immer schneller sind. So, und? Ah, jetzt schaffe ich es nicht. Wie geil ist das denn? Du entkommst, ne? Das halte ich aber für ein Gerücht. Das ist einfach so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich gemacht. Ich fahre jetzt einfach nur Runden. Ich hoffe irgendwie, dass die ganze Polizei mich verfolgt und jeder einzeln dann da reinfallen wird. Leider werde ich auch mal wieder reinfallen. Aber es ist mir jetzt egal, weil ich keinen anderen Plan habe.
Ich meine, ihr seht's, ich kann keine 3 Meter fahren, ohne dass ich hier so drifte. Es ist so schlecht. Nicht wieder zu verlieren. Er ist ins Wasser gefahren, du Trottel. Oh, ich habe einen Flamingo aufgedeckt. Jetzt geht alles anders. Das sage ich euch. Jetzt geht's anders. Komm. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt suche ich nebenbei noch die Flamingos, weil ich einfach Zeit habe. Mann, jetzt lass uns doch dabei zusammen in den Abgrund fahren. Jawohl, vielen Dank. Einer. Warte. Oh Gott, jetzt haben sie mich auch noch eingeklemmt. Wie peinlich ist das denn? Oh, es ist so schlecht. Sorry, Leute. Es ist so. Doch, ich ärgere mich über diese Schlechtigkeit von dem Spiel, dass da keiner mal 2 Sekunden nachgedacht hat, dass das nicht funktioniert, weil es scheiße ist. Ganz unter uns. Ich schlafe. Mit einem Drift-Auto sollst du bei den Bullen abhauen. Wie dreckig ist das? Welcher hirnlose Idiot hat da einfach nicht mal 1 und 1 zusammengezählt? Oh, ist das dämlich. So, letztes Driftrennen. Dann haben wir's. Jetzt steigen wir auch endlich im Level auf. So, geht. Ja, der Multiplikator, der bleibt konsequent unten. Haben wir hier noch irgendwo ein Driftrennen? Ich hoffe echt, dass wir sie dann haben. Die Driftrennen sind geil, keine Frage. Die machen mir richtig Spaß. Es ist für mich echt nochmal so ein, nach so vielen Stunden nochmal so ein Highlight, die gefunden zu haben. Und es wird höchstwahrscheinlich bei den Offroad-Rennen auch so sein. Aber mit der Polizei ist es echt der letzte Dreck. Das Rennen selbst geil. Aber dann, dass dir, ist es halt auch so, dass dir der ganze Multiplikator-Kram wieder weggenommen wird. Nur weil der Kaffeebecherhalter da von dem Strecksbullen umgekippt ist. Komm! Oh, Karre! Wie komme ich da jetzt hin? Das ist da oben oder was? Oh! Ist alles nervig. Ist alles nervig. Fahr gerade! So, wo ist das Driftrennen? Da ist das letzte Driftrennen. Bitte. Das ist ja noch alles Trial, ne? Das ist ja alles noch gar nicht das Richtige. Das ist alles noch so. Ja, herzlich willkommen. Das ist alles noch Tutorial. Wir spielen eigentlich immer noch das Tutorial von Need for Speed Heat. Und da kacke ich schon ab. So, wie viele Punkte brauche ich? 140. Kriegen wir hin. Am besten die Polizei kommt jetzt schon. Was ganz gut war, der eine Typ hatte mich gerade so schön durch die Kante rumgeschoben. Hab das gesehen, das hat dann wirklich meinen Multiplikator erhöht. Das heißt, wenn ich mit einem Rhino hier rumgeschoben werde, dann kann mir das durchaus. Also, ich muss jetzt irgendwo reinbeißen. Dann kann. Oh, da kommen sie doch schon. Ich sehe sie doch schon. Auf der Minimap, jetzt von da oben links kommt er. Hallo. Boah. Horsch, mach dich ab, du. Sonst knüppel ich dir einen auf den Deckel. Und dann bringe ich meinen geliebten Polizisten mit. Und der knüppelt dir auch auf den Sack. Ach, fuck you. Ey, jetzt schaffe ich wahrscheinlich die Punkte nicht mal. Boah, der macht mich richtig aggressiv. Ich kann nicht mal normal driften jetzt hier. Guck dich das an. Boah, es ist so chaotisch. Es ist so keine Harmonie. Driften ist eigentlich wie eine, wie ein Gemälde. Es muss was Schönes sein, wo alle denken, oh, das ist ein Gesamtkunstwerk. Und es ist einfach nur chaotischer Müll, was wir hier machen. Ich kann mich nicht auf die Strecke konzentrieren. Hast du Putzelratzel. Die Schnitzel schnatzen. Ja, er rammt ihn an, er rammt mich an, alle rammeln uns an. Ist Heat Stufe 1 und die sind aggressiv, als hätte ich ein Kind gefressen. Was ist hier los?
Ich bin nicht in den Lügenschwein. Amerikanische Verhältnisse hier. Ich bin überhaupt nicht reingefahren. Ich versuche herzenslust hier hoch zu driften und runter zu driften. Und du dreckiger Drecksarsch nimmst mir jegliche Lust am Fahren. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja, du wirst mich erwischen. Guck dich das an, den Multiplikator, den kannst du echt in der Pfeife rauchen. Du kriegst keinen Punkt mehr. Alter, ich versuche alles, damit ich hier nicht hart resette. Geht das überhaupt? Kann ich jetzt... Neustart geht auch nicht. Sorry, das ist ja so scheiße. Ich meine, es ist ja logisch, aber... So, das muss ich jetzt einmal mitnehmen hier. Damit ich das Rennen überhaupt überlebe. Wie bescheuert ist das? Boah. Ja, na, du machst alles alleine. Ich krieg echt einen Multiplikatorabzug, wenn die Polizei mich anrammt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, es nimmt mir echt den Multiplikator weg. Das ist ja... Nee, guckt euch das an. Was soll ich da bitte jetzt machen? Ist das behindert, ey. Es macht richtig Spaß mit euch. Ihr habt richtig Spaß mit dem Spiel hier gerade mit der Nacktquelle. Kann man die nicht einfach rausstellen, die scheiß Polizei? So, jetzt geht's wieder runter. Danke, dass du meinen Multiplikator konsequent auf 1 hältst. Oh, ist das dämlich. So, nimm den Multiplikator weg. Gib mir die Punkte. Das Gute ist, die Strecke ist unglaublich lang. Guckt euch das an. Das ganze Event ist so lang, dass ich jetzt schon die Punkte erreicht habe. Das heißt, also es hat wahrscheinlich... Er driftet wieder nicht. Hat wahrscheinlich wirklich mal irgendeine Probe gespielt und hat gedacht, Alter, das geht ja gar nicht. Da haben wir richtig Scheiße gebaut. Das Spieldesign geht voll nach hinten los. Wir setzen die Punkte runter. Dass man es schaffen kann. Spaß macht's trotzdem nicht, aber machen wir einfach so. Alter, ich bin gleich wieder Schrott, ne, bevor ich das überhaupt schaffe. Drifte doch, du Pfeifenwurst! Mann, du hast die schlittrigsten Reifen der Welt. Ich drücke Bremsen, das Einzige, was du machst, du schlitterst nach vorne. Ich möchte nur noch ins Ziel. Ich will nur noch ins Ziel. Ich will das Event einfach nur noch schaffen. Oh, was? Ihr habt noch aufgerüstete Einheiten. Es wird alles schlimmer. Es wird alles so viel schlimmer. Ich dachte, irgendwie schlimmer kann es nicht mehr werden. Oh, schöne Drift durch den Dreck. Auch mal wieder ein kleiner Lichtblick. Ja, da würde ich schon abgebremst, weil ich nicht durchs Tor komme. So, jetzt einfach nur noch durch. Ja, einfach konsequent schneller ist als ich. Boah. Ich bin gleich Schrott. Ich schaff es nicht. Ich habe nur noch ein paar Meter. Lasst mich bitte dieses Event jetzt abschließen. Dann könnt ihr mich festnehmen. Ey, das ist ja... Das ist doch... Kannst du gar nicht mehr zählen. Nein, links! Ah, nimm die Scheiße raus! Also Noss mit der Polizei ist auch der letzte Müll. Haben wir es jetzt geschafft? Oh. Himmel, Arsch und Zwirn, ist das ein Rotz. Ist das ein Rotz. Das darfst du keinem erzählen, so schlecht ist das. So, Heatstufe 3, ja, ich weiß. Wenn ich... So, war hier nicht irgendwo ein Sprung? Hey,
Okay, Leute. Das war's für heute. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen was. Fahr einfach nur diesen Sprung hin und her. Ja, danke, 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 Horst. Horst, bleib ruhig stehen. Das war ein Undercover-Cop. Alter, wie springe ich mal so lahm bin ich? Geil. War gut. Guter Stunt. Jetzt kommt meine Stunt-Compilation. So, tschüss. Hab keinen Bock mehr. Wir haben damit auch das letzte... Haben wir das letzte Driftrennen wirklich geschafft? Haben wir das letzte fucking Driftrennen? Ich denke, wir haben auch das letzte Driftrennen damit geschafft. Das heißt, wir können jetzt endlich wieder in die normalen Rennen übergehen, denn... Das ist ja der letzte Scheiß. Oder eine bessere Idee. Wir gehen jetzt danach. Gehen wir in die. Ich lass mich mal festnehmen. Gehen wir in die Offroad-Rennen. Das könnte man tun. Und da hat man vielleicht sogar die Chance, dann mal abzuhauen. Warst du dabei oder was? Ich hätte, naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Das nächste Mal sind wir dann nicht mehr mit dem Schweinemobil unterwegs. Zumindest nicht in der Nacht, denn in der Nacht werden die da draußen ja ziemlich verrückt zu sein. Pass gut auf dich auf. Immer wieder dieselben Sprüche. Das macht einen dann am Ende des Partes nochmal so zusätzlich aggressiv. Was mich nicht aggressiv macht, ist eure Liebe. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Tschüss.